Der Druck, eine physikalische Größe, die aus zwei anderen Größen zusammengesetzt ist. Und zwar der Druck P, und dieses P kommt von Pressure, was im Englischen Druck bedeutet, ist nichts anderes als Kraft pro Fläche. Und die Kraft hat als Formelzeichen ein F, wie ihr das schon kennt. Und die Fläche, wie in der Mathematik häufiger, wird mit dem Buchstaben A bezeichnet. Und dann hat man wieder so ein Formeldreieck. Und da kann man sagen, dass in dieses Formeldreieck trägt man die drei Zeichen ein und immer das, was man zuhält, wird dann ausgerechnet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel P, F und A habe und ich möchte gerne ausrechnen, was P ist, ich mache mal so, was P ist, dann würde ich das P hier zuhalten und dann sehe ich, das ist F durch A. Und wenn ich gerne ausrechnen möchte, was F ist, dann würde ich das F zuhalten und dann kommt halt raus P mal A. Das A würde dann auf die andere Seite gebracht oder wenn ich das A zuhalte, ist es halt F durch P. Damit kann man erstmal rechnen. Die Einheit des Druckes wäre natürlich dann die einer Kraft. Eine Kraft wird in Newton angegeben. Wäre also ein Newton. Ja, und eine Fläche in Quadratmeter. Das wäre ein Newton pro Quadratmeter. Und damit man dieses eine Newton pro Quadratmeter nicht immer wieder sagen muss, hat man das nach einem weiteren Physiker benannt, nämlich nach dem Herrn Pascal, der hieß Pascal mit Nachname und Blaise mit Vorname, ein Franzose. Und das wäre dann ein PA. Also ein Pascal ist ein Newton pro Quadratmeter. Und da es oft die Gewichtskraft ist, die auf eine Fläche wirkt, ist dieses F hier unten, ist oft Fg. Und da erinnert ihr euch sicherlich noch, dass man das ausrechnen konnte mit m mal g. Dabei ist m die Masse und g der Ortsfaktor oder auch die Erdbeschleunigung genannt, ja, die dann ausmacht, was aus einem Kilogramm Masse wird, wie viel Gewichtskraft es macht. Und das ist auf dem Mond natürlich weniger als auf der Erde und weiter von der Erde weg weniger als auf Erdniveau, Meeresspiegelniveau. Also dieser Ortsfaktor bestimmt, wie viel Gewichtskraft so ein Kilo macht. Das heißt, man kann dieses P auch schreiben als m mal g durch A. Kraft pro Fläche. Man könnte zum Beispiel ausrechnen, wenn das hier die Fläche ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 3, dann hätte ich hier zum Beispiel eine Fläche von, sagen wir mal, das wäre hier ein Zentimeter, so ein Eckchen. Wenn das ein Zentimeter ist, dann wären das 3 mal 8. Dann wären das 24 Quadratzentimeter. Und wenn ich jetzt darauf ein Gewicht stellen würde, auf diese Fläche, also irgendwas auf diese Fläche streuen, was die belastet, ob es da jetzt drauf schneit oder ob man was drauflegt oder ob man von oben mit einem Stempel draufdrückt. Also es geht darum, auf diese Fläche eine Kraft auszuüben. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, dass diese Kraft 72 Newton sein soll. Dann würde ich den Druck ausrechnen, indem ich Kraft pro Fläche rechne. Ja, und jetzt hat man nur dieses kleine Problem, dass man hier Quadratzentimeter hat, wo man eigentlich gerne Quadratmeter hätte. Das heißt, das müsste man noch umrechnen und beim Umrechnen von Flächeneinheiten dran denken, dass der Umrechnungsfaktor nicht 100, sondern 10.000, also 100 hoch 2 ist. Und das würde bedeuten, wenn ich den Druck P ausrechne, dann wären das natürlich Kraft pro Fläche, also F durch N, F durch A. Und die Kraft sind die 72 Newton, die Fläche sind die 24 Quadratzentimeter,
Die kann man jetzt noch umrechnen. Also geteilt durch 10.000, ja, wären also 0,00. Na, wie viele Nullen müssen wir machen? Noch eine Null. 2, 4 Quadratmeter mal 10 mal 100 mal 1000 mal 10.000. Na, das klappt nicht ganz. Also doch eine Null weniger. Ja. Und dann hat man 0,0024 Quadratmeter. Ja, und dann kann man das Ganze ausrechnen. Und wenn man da auf diese kleine Fläche wirklich 72 Newton ausüben würde, dann seht ihr schon, dass das eine ziemlich große Zahl wird. Wir hätten es natürlich auch etwas anders schreiben können. Wir hätten auch schreiben können, 72 Newton geteilt durch 24 Zehntausendstel Quadratmeter. Und dann geht die 10.000 in den Zähler und dann wären das 72 Newton mal 10.000 durch 24 Quadratmeter. Ja, und dann seht ihr, 72 durch 24 sind 3 und 3 mal 10.000 wären 30.000 Pascal. Und damit kann man schon erkennen, dass die Zahlen, die man in der Einheit Pascal kriegt, oftmals sehr groß sind. Und deswegen, wenn man Luftdruck beschreibt, nimmt man auch gerne Hektopascal. Das wäre also Hektopascal und Hekto steht für 100. Das heißt, für jede 100, man teilt das Ganze dann durch 100 und sagt, das sind dann Hektopascal. Genauso gibt es das ja auch für Hektoliter. Das sind dann Vielfache von 100 Litern, die sich dann auf die Fässer beziehen. Und das heißt, wenn man das in Hektopascal nimmt, dann streicht man einfach zwei Nullen weg. Das wären dann hier zum Beispiel 300 Hektopascal, wären 30.000 Pascal. Und gerade bei der Meteorologie wird dieses Hektopascal auch gerne verwendet, dass man den Luftdruck dann halt in 1013 Hektopascal oder ähnlichem angibt. Ja, und das wäre erstmal so eine Annäherung an die Definition von Druck. Es gibt natürlich noch unterschiedliche Arten von Druck. Schwere Druck und Tiefendruck und was nicht alles wir in der nächsten Zeit dann noch besprechen können. Aber das wäre erstmal so eine rudimentäre Definition, mit der man rechnen und arbeiten kann.